Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Video. Heute jagen wir wieder Siren Head, weil euch das letzte Video so gut gefallen hat. Das Einzige, was ich bekomme, ist eine Sniper, weil diesmal ist es nicht nur ein Siren Head. Denn jedes Mal, wenn ein Creeper spawnt, besteht zu 1 zu 40 eine Chance, dass Siren Head auch spawnt. Und das passiert nur in der Nacht. Und wahrscheinlich ist es in der Höhle, weil es da sehr, sehr eng ist. Und er ist riesig. Abonniert kostenlos oder... Siren Head wird heute Nacht unter deinem Bett schlafen. Leute, ich denke mir sowas nicht aus. Check mal Merch in der Beschreibung aus, da gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Und die Challenge beginnt in 3 Sekunden, sobald du das Video likest. Bist du bereit? 3, 2, 1, go! Okay, auf geht's. Leute, ich habe wie gesagt eine Sniper, mit der kann ich zoomen. Ich werde jetzt mal kein Pferd töten, aber die Kuh da hinten, die kann sterben. Aber die Waffe ist sehr präzise auf jeden Fall, was ich sehr zu schätzen weiß. Ich meine, hier kann man sehen. Oh mein Gott, wir können sogar Collaterals machen. Das heißt, wir können 2 auf einmal schlachten. Und ja, diese Hilfe brauche ich, weil in einer Nacht werde ich höchstwahrscheinlich nicht diese Hand bekommen, die ich brauche. Und deswegen, ja, Siren Head, ich musste mich vorher vorbereiten. Ich musste mir vorher in den Laden gehen und mir so eine Sniper holen, weil sonst habe ich, ja, Problem auf jeden Fall. Der Mitarbeiter hat mich so gefragt, hey, wozu brauchst du diese Waffe? Und ich so, ja, hör zu, es gibt da so ein Wesen. Und er hat mir die Sache nicht geglaubt, aber ich mache heute Nacht Bilder davon. Lass mal sehen, wie gut die Sniper ist. Oh mein Gott, die kann echt weit zielen. Dann zieh das mal rein. Headshot, Headshot. Headshot. Okay, lass uns mal erstmal alle normalen Sachen machen. Ich meine nicht, dass die Sachen, die ich tue, unnormal wären, obwohl schon zum Teil schon. Wir wollen aber erstmal Bäume und so weiter und so fort alle Tools und sowas bekommen. Warte mal, wo sind deine Freunde, die ich ermordet habe? Ach, die sind hier, ne? Hier ist das ganze Fleisch. Ja, ich habe so wegen dem Fleisch getan. Ich dachte, wir brauchen Essen für heute Nacht und es gibt keine Garantie dafür, dass wir quasi eine Stadt finden oder so. Okay, dann lass uns erstmal alle Tools erstellen. Das kommt hier nach oben. Dann würde ich sagen, wir werden erstmal eine Schaufel, eine Axt und eine Spitzhacke machen. Oh, hier habe ich 2 Spitzhacken. Ist okay. Wir haben trotzdem alle Tools bekommen. Okay, haben wir Stein und hier haben wir gleich Kohle, was perfekt ist. Könnte auch sein, dass ich 2 Nächte dafür brauchen werde und auch einmal vorher schlafen muss. Dann habe ich Schafe getötet? Ich glaube nicht, ne? Das Ding ist, beim letzten Mal, als ich Siren Head verfolgt habe, da habe ich ihn verfolgt und ich war quasi der Jäger und er war der Unschuldige. Diesmal wird es anders sein. Diesmal wird Siren Head auch mich verfolgen. Dem ist das vollkommen egal. Der wird es eiskalt tun. Okay, keine Schafe in der Nähe, aber wir haben hier eine Höhle. Ich brauche noch ein paar mehr Bäume auf jeden Fall, weil ich brauche mehr Sticks. Ich kann euch sagen, es ist ein großer Unterschied, ob man quasi jagt oder der Gejagte ist. Und in dem Fall bin ich der Gejagte. Warte mal, wird es jetzt schon dunkel? Okay, nein, wird es nicht. Ich hatte nur den Nachtmodus auf meinem PC noch an und es sah so dunkel aus. Es ist noch perfekt hell. Ich sehe bis jetzt keine Schafe leider, was ein bisschen blöd ist gerade. Aber da können wir wirklich nicht schlafen und uns gar nicht vorbereiten, weil ich weiß halt nicht, ob er am Tag dann noch bleibt oder auch verbrennt. Hier ist eine Biene. Ich meine, wir können ja theoretisch die Sniper nehmen und einfach mal gucken, ob wir irgendwas sehen oder die Tiere spawnen nicht, weil ich halt nicht in der Nähe bin. Das kann natürlich auch sein. Jetzt kann ich auch nicht mehr sprinten, weil ich Hunger habe. Ich werde erstmal das Fleisch braten hier und noch mehr Kohle abbauen. Ich bräuchte halt Eisenrüstung. Das ist das Problem. Ich habe keine Rüstung gerade. Deswegen, ich muss irgendwie in der Höhle kommen. Holz habe ich auf jeden Fall genug und hier ist eine Höhle. Okay, stellen wir mal ein paar Fackeln wenigstens. Aber hier ist leider nichts, okay. Ich muss nach Eisen suchen. Oh, Kacke. Wird es dunkel? Nee, ist noch hell. Habe mich schon gewundert, wieso ich Zombies höre. Ja, wir haben leider keine Rüstung. Was ein riesiges Problem sein wird. Wie soll ich das bitte ohne Rüstung überleben? Das ist meine Frage gerade. Alter, du bist nicht gestorben? Okay, jetzt wird es aber langsam wirklich dunkel. Na gut, dann muss der alte Strip-Mine-Trick kommen. Ansonsten werden wir es nicht überleben. Weil wenn wir nicht Strip meinen, dann werden wir es nicht hinbekommen. Wir brauchen nämlich mindestens eine Eisenrüstung. Ansonsten kann ich das eigentlich gar nicht überleben. Ja, es ist jetzt dunkel geworden. Wir gehen schnell runter. Machen hier alles hell. Langsam aber sicher könnte es sein, dass wir Siren Head hören werden. Weil man kann ihn eigentlich nicht überhören. Perfekt, Eisen haben wir gefunden. Es ist zwar so dunkel, aber hier ist Eisen. Nur einer? Okay, nein, die sind mehr. Ja gut, nur 2. Okay, erstaunlicherweise höre ich ihn noch nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil er einfach nicht in meiner Nähe gespawnt ist. Wie gesagt, die Chance ist 1 zu 40, dass er mit einem Creeper spawnt. Also, ich meine, er ist nicht allzu hoch. Aber wenn man bedenkt, wie viele Creeper spawnen, ist die Chance immer eigentlich so ziemlich groß auf jeden Fall. Er ist dann auf jeden Fall eher eine seltene Kreatur, so ein bisschen wie so ein Enderman oder so. Obwohl, er kommt noch ein bisschen seltener als Endermänner. Oh! Oh! Ach du Kack. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, ich habe mich so erschreckt. Der kam aus dem Nix. Und hier sind so viele, das ist crazy. Ich will hier aber rein wegen Eisen. Das ist das Ding. Komm schon, oh mein Gott. Ihr macht Schaden, weil ich keine Rüstung habe. Einfach keine Rüstung. Oh, nicht ein Kleiner. Alles noch nicht. Ich muss zumachen. Ich kann nicht wegen dem Kleinen. Ich hasse diese Kleinen. Wenn ich keine Rüstung habe, ist vorbei. Ich brauche auch ein Schwert auf jeden Fall. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Oh, hier ist noch mehr Eisen. Verdammt, wieso habe ich es nicht gesehen? Noch viel, viel mehr Eisen. Was zum Teufel? Okay, ist noch nicht genug, um eine Brustplatte zu machen, aber ist in Ordnung. Oh. Ihr hört's, oder? Oh mein Gott. Gott, er ist in der Nähe. Oh, no. Das hört jetzt auch übrigens, die Geräusche hören erstmal nicht auf, weil er schreit einfach dauerhaft rum mit seinen Sirenen. Ja, die Geräusche werden auf jeden Fall in naher Zukunft nicht aufhören. Oh, die Sounds sind weg. Ich weiß nicht, was jetzt heißt, ob Tag geworden ist oder ich weiß nicht genau, was es bedeutet jetzt. Okay, lass mich lieber eine Eisenspitzhacke erstellen, damit es schneller geht. Verlieren zwar ein bisschen Eisen, aber hoffen, dass wir dann mehr Eisen bekommen durch die Eisenspitzhacke halt. Hier ist Lava, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er in Höhlen spawnen wird. Glaube ich. Es ist nur ein Glaube, ich weiß es leider nicht. Okay, hi.
Okay, hier haben wir mal Eisen. Ich muss in der Höhle gehen jetzt langsam. Und hier auch, perfekt. Ah, kommen leider mehr Zombies. Ich muss zugeben, eine Axt ist vielleicht nicht das Optimalste gerade, aber ich habe jetzt kein Schwert gemacht. Ich glaube, ich würde sogar stark sagen, dass Endermänner mein Lieblingsmonster in Minecraft sind. Irgendwie sind die so cool. In einer Höhle findet man immer Millionen mal mehr Eisen. Also ich muss erst in meinen Höhlen suchen arbeiten. Ich meine, sie einfach runterzubauen und auf Geräusche zu hören, ist schon eine gute Taktik auf jeden Fall, um eine Höhle zu finden. Aber da gibt es auf jeden Fall bessere Taktiken, glaube ich. Weil dann muss ich halt nicht immer suchen. Zum Beispiel sowas passiert dann halt auch, ne? Dass wir einfach so Diamanten finden. Ist halt grandios, ne? Das heißt, wir können jetzt sogar ein, ja, sogar vielleicht sogar eine Diamantenbrustplatte machen, anstatt eine Eisenbrustplatte und haben dann mehr Chancen zu überleben. Und wir haben jetzt 8, ich glaube, man braucht, ich glaube, 9. Aber ist okay, wisst ihr was? Ich will mich da nicht beschweren. Wir sollten jetzt genug Eisen haben für eine komplette Rüstung. Und ich meine wirklich eine komplette. Lass mich wenigstens damit dann einen Diamantenhelm und eine Diamantenspitzhacke erstellen. Immerhin. Besser als nichts, würde ich sagen. Dann können wir hier eine Menge Eisen schmelzen für die restliche Rüstung. Und dann sollten wir ehrlich gesagt gut dabei sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht sterben werden, aber das heißt wenigstens, dass wir nur vielleicht sterben werden. Und jetzt werden wir erstmal warten und dann ist meine Frage, ist es gerade Tag draußen oder ist es gerade dunkel draußen? Ich meine, ich höre keine Siren-Geräusche, deswegen ich gehe mal davon aus, dass es gerade Tag draußen ist. Oh no, 8 hat gereicht für eine Brustplatte. Oh, das ist gerade ärgerlich. Aber egal, jetzt haben wir eine Spitzhacke, eine Diamantenspitzhacke, meine ich. Ist okay, würde ich sagen. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, finde ich, aber ist okay. Na gut, wir sind voll equipped. Ich werde noch kurz warten, dass ein bisschen mehr Eisen fertig ist. Und dann können wir auch schon losgehen, würde ich sagen. So, zum Notfall würde ich sagen, wir können theoretisch noch ein Schwert erstellen, Eisenschwert. Aber dann sollten wir wirklich gut dabei sein. Dann sollten wir wirklich alles haben. Jetzt fühle ich mich bereit dazu, um gegen Siren Tail zu kämpfen. Vielleicht noch eine Eisenaxt. Das wäre auch ganz witzig auf jeden Fall. Eisenschaufel brauchen wir nicht unbedingt. Aber, hey, zur Sicherheit machen wir es trotzdem. Vielleicht können wir sogar, ich weiß nicht genau, wie stark die Sniper gegen Siren Head sein wird. Weil das halt zwei verschiedene Sachen sind, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben. Und deswegen weiß ich nicht, ist die Sniper komplett OP und wird Siren Head sofort töten? Oder ist Siren Head so OP, dass er uns sofort töten wird? Und vor allem, wenn ich ihn immer attackiere, wird er mich jagen, wird er mich nicht jagen? So viele Fragen. Und ist es dunkel oder ist es hell? Wir müssen mal aus der Höhle hier rauskommen. Oh, es ist hell. Ja, ich glaube, am Tag verschwindet er einfach. Er ist nur nachts da. Okay, lass uns nochmal kurz einen Eimer erstellen. Eimer ist mega, mega effektiv in Minecraft, das kann ich euch sagen. Und daraus können wir einfach mal ein bisschen Wasser nehmen. Und das kann man gebrauchen, wenn man fällt oder so, kann man sich immer wieder retten. Also einmal ist schon sehr, sehr effektiv. So, die Sniper. Mal gucken, ob die nachgeladen ist. Die hat nur 2 Schüsse übrig. So kann ich sie nachladen. Okay, mal gucken, ob sie funktioniert. Okay, funktioniert. Sorry, Schwein, dass du es erfahren musstest, aber es war nur ein ganz kurzer Schmerz, da bin ich mir sicher. Und jetzt wäre es gut, wenn wir so eine Art Wüstengegend oder sowas finden, weil zum einen könnte ich einen Sattel gebrauchen für ein Pferd und zum anderen spawnt er oft in der Wüste, weil es da sehr viel Platz ist und er braucht viel Platz. Obwohl, das heißt nicht, dass er irgendwo anders spawnen kann, aber Wüste ist halt wahrscheinlich, sagen wir mal so. Wo könnte eine Wüste sein? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich laufe mal da lang. Endlich haben wir Schafe gefunden. Dann können wir auch schlafen. Also, falls wir schlafen sollten, natürlich. Ich glaube, es wird langsam wieder dunkel, okay. Gib mir schon mal Fleisch im Inventar. Würde mich nicht wundern, wenn wir das komplette Fleisch aufbrauchen werden in der Nacht. Und jetzt müssen wir aufmerksam bleiben. Sobald wir ihn hören, wissen wir, er ist in der Nähe. Und wie gesagt, nicht ich werde jagen, er wird mich jagen. Auch wenn ich ein Jagdgewehr habe oder eine Sniper habe, aber das hat nichts zu sagen. Ich frage mich, ob man hier in der Distanz schon sehen kann, wo so eine Wüste ist. Ich weiß es nicht wirklich, aber ich würde eher dahin rennen. Was ist hier alles? Hier Lava? Ich glaube, hier ist Lava, oder? Ich meine, hier ist so viel Licht und... Ja, da ist Lava, okay. In der Nacht Lava zu finden ist eigentlich ziemlich easy, weil es leuchtet halt mega. Okay, jetzt beginnt es quasi. Jetzt spawnen alle andere Wesen, Creeper, alles Mögliche wird jetzt spawnen. Nochmal meine Waffe jetzt nachgeladen. Okay, oh mein Gott. Nice, also wir müssen auch nicht perfekt treffen, das ist das Gute. So, let's go. Nice, perfekt. Okay, die Waffe ist echt stark, muss ich wirklich sagen. Hier sind überall Wesen auf jeden Fall. Das Ding ist, ich kann, ja gut, ich kann schon mich verteidigen, aber das Ding ist, ich muss dann automatisch auch schießen, logischerweise. Okay, Siren Head, wo bist du? Oh mein Gott. Ich höre ihn, aber ich weiß nicht, wo er ist. Wo bist du? Ich meine, jetzt sieht es doch so aus, als würde ich jagen. Aber es ist nur der Anfang, okay? Ich glaube, wenn ich einmal anschieße, dann wird es ganz genau andersrum sein. Kann ich dich töten? Bam. Ja, diese Waffe ist so geil, ne? Ich liebe die Waffe. Ist auch so OP einfach, ne? Unglaublich und so befriedigend einfach. Ja, Gott, ist die geil. Ich liebe die Waffe. Mega. Das ist auch ein Baby-Zombie. Baby-Zombie geht zu weit. Stirbt alle. Okay, es könnte sein, dass ihr meine Schüsse hört. Okay, wir rennen direkt in die falsche Richtung, glaube ich. Gott, hier sind echt viele, Alter. Zum Glück habe ich genug Sniper-Munition. Wo könnte er sein? Warte, treffe ich die Spinne? Okay, die Spinne hat überlebt. Oh, du bist da. Jetzt nicht mehr. Okay, lass mal da lang rennen. Auf den Berg. Oh, ich habe nur den Block erwischt. Jetzt habe ich ihn erwischt. Man muss also nicht komplett perfekt treffen. Also Siren ist eh groß. Obwohl er eher dünn ist und lang ist. Also, das ist das Ding. Okay, lass mal sehen, ob wir ihn hier finden werden. Das ist eine große Fläche. Es könnte schon sein, dass er hier ist. Ich höre ihn schon wieder nicht. Das ist ein Scherz. Ich renne einfach mal geradeaus hier. Oh, ich höre ihn wieder. Ich höre ihn wieder. Aber ich glaube nicht, dass er in der Höhle ist. Hoffe ich nun mal nicht. Wieso ist es so befriedigend zu snipern? Das frage ich mich gerade. Und ich sehe ihn einfach nirgendwo. Ich höre ihn aber die ganze Zeit. Das heißt, er ist hier auf jeden Fall irgendwo. Aber wo?
Theoretisch, wenn die Sounds lauter wären, wäre das natürlich optimal. Aber sie wären leider nicht lauter. Sie wären eher leiser. Aber die Sounds wären auch nicht lauter oder leiser. Das ist das Ding. Ich weiß nicht, von wo er ist. Wenn hier sind unzählige Creeper. Also theoretisch könnte es sein, dass er hier spawnt. Aber ist er nicht. Ich muss ehrlich gestehen, in den Wald gehe ich echt ungern. Hier sind einfach zu viele Zombies im Wald. Das ist echt nervig. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Da ist er. Ich hatte keinen Mal. Oh nein. Das funktioniert nicht. Wieso nicht? Es funktioniert, ich kann ihn nicht töten. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie weit ich... Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Nein, ich bin tot. Das war's. Er kann nicht schwimmen. Er kann 100% nicht schwimmen, oder? Er kann nicht schwimmen. Doch, er kann schwimmen. Ich kann ihn nicht töten. Hallo? Verreck. Ich kann nicht. Es erwischt ihn nicht mal. Okay, das habe ich ja nicht geplant. Ehrlich gesagt. Wir müssen abhauen. Er ist so viel schneller hier, ne? Lauf. Okay, schau nach hinten. Oh mein Gott, das meine ich. Jetzt sind wir, ja, nee, die Sniper bringt nichts. Verdammt! Ey, Alter. Wo soll ich denn bitte hinschießen? Soll ich da unten schießen? Oh, alle Zombies sterben sofort. Ich muss in den Wald. Ich muss auf jeden Fall in den Wald. Oh mein Gott, das ist doch ein Scherz, oder? Lad nach. Hier ist er. Oh, nein. Okay, attackieren. Schild. Okay, wir können ihn so töten. Warte, Oh mein Gott. Oh, ist das ein Scherz. Na gut, dann machen wir es eben auf meine Art. Alles klar, Siren Head. Wer besiegt? Ich bin so gestorben, wir haben ihn noch besiegt. Oh, ich habe auch die komplette Map zerstört. Okay, warte mal, lass mich mal in eine andere Game Mode gehen. Okay, ich habe hier auf jeden Fall einige Waffen, mit denen können wir es, ja, so machen, dass er stirbt. Also, ihn so zu töten ist fast unmöglich. Es geht schon, aber ich konnte ja mit der Sniper nicht eliminieren. Wahrscheinlich würde es mit dem Bogen gehen. Das würde gehen, aber hey, wir machen es halt auf meine Art und Weise. Ich habe es versucht, dich legit zu besiegen, Siren Head, und du hast es nicht zugelassen. Jetzt musst du bestraft werden. Hier haben wir eine Wüste. Leute, ich liebe Wüste in Minecraft, ne? Das ist, ich glaube, mein Lieblingsbiom sogar. Bist du Siren Head? Zeig dich. Hier ist er, okay. Siren Head, ich habe dich heute voll von dir. Wirklich. Ich habe absolut die Schnauze voll von dir. Oh mein Gott. Er hat sich ja aufgelöst. Warte mal, aber alles andere auch. Okay, vielleicht ist die Waffe ein bisschen zu stark, um zu sehen, ob die Waffen überhaupt funktionieren, weil die Waffe zerstört dann alles. Gott, was habe ich da angerichtet? Ich habe alles zerstört. Ich habe wieder einen gefunden. Und lass mal sehen, ob wir ihn so erwischen können. Alter, das macht das überhaupt was etwas? Ich meine, irgendwie schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, bei den anderen, die... Ach so. Oh mein Gott, wie viele Schüsse brauche ich denn? Hatte ich überhaupt niemals eine Chance? Ich glaube, ich hatte niemals eine Chance, ehrlich gesagt. Ich meine, wir treffen ihn zwar, aber dann irgendwie doch auch nicht. Oh mein Gott. Wir haben ihn eliminiert, aber natürlich falsch. What? Was ist das? Warte kurz mal. Können wir das anziehen? Wir können es festhalten. Wir können es aber nicht anziehen, leider. Ein Siren Head, was genau? Ja, wo ist es hin? Irgendwie ist es verschwunden, das Item. Also er lässt seinen Kopf fallen, den man sich wahrscheinlich als Deko dann aufhängen kann. Was schon ziemlich cool ist auf jeden Fall. Aber gut, ich werde das Video vielleicht mal stehen lassen. Also, wenn ihr mehr Videos davon sehen wollt, lasst doch oben da abonnieren. Kostet, sagt wie locker. Bis zum nächsten Video. Bye.